Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex, cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich mal über 5 Dinge sprechen, welche einen in GTA Online immer wieder nerven bzw. aufregen. Und welche Rockstar hoffentlich bald verändert oder verbessert. Bevor es aber losgeht, möchte ich mal ganz kurz sagen, ich liebe GTA Online und GTA Online zählt für mich auf jeden Fall als eines der besten Spiele, die es jemals gab. Daher kann man über diese 5 Dinge bestimmt auch hinwegsehen, da einfach GTA Online auch viele Sachen hat, die einfach krass sind. Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die eben noch verbessert werden können und um genau die soll es heute gehen. So, und jetzt labern wir auch nicht ewig herum, sondern fangen direkt mal an mit dem Video. Let's go! Kennt ihr das nicht auch? Ihr fahrt mit einem Auto durch Los Santos, mit eurem eigenen am besten, und dann wollt ihr euch einfach ein Flugzeug aus eurer Hangar bestellen. Zum Beispiel den neuen Hunter oder solche Flugzeuge, die ihr eben nicht bei Pegasus habt, sondern eben in eurer Hangar und die ihr nur über das Interaktionsmenü anfordern könnt. Wenn ihr das nämlich probiert, dann bekommt ihr erstmal eine Meldung von GTA, dass das Ganze nicht funktioniert, da ihr schon ein privates oder ein eigenes Fahrzeug sozusagen benutzt. Das bedeutet, ihr müsst jetzt erstmal aus dem Auto aussteigen, euch ein Straßenfahrzeug klauen, das dann bestellen und dann mit diesem Straßenfahrzeug dahin fahren. Ihr könnt also nicht ein privates Auto und ein privates Flugzeug gleichzeitig benutzen. Und das ist wirklich extrem nervig. Warum macht Rockstar es nicht einfach so wie bei den Pegasus-Fahrzeugen, dass ihr eben ein Flugzeug und ein Auto gleichzeitig haben könnt? Das Ganze wäre meines Erachtens wesentlich besser und würden wahrscheinlich viele Leute nicht mehr so ganz so doll aufregen. Die zweite Sache gibt es schon immer in GTA, und zwar das Ingame-Chat. Klar, in der Open Lobby könnt ihr dieses einfach über das Interaktionsmenü oder in den Optionen ausstellen, aber so ist es nicht in Rennen oder Missionen. Hier habt ihr zumindest in der Einstellungslobby und manchmal auch in dem normalen Job dauerhaft den Sprachchat aktiviert und es können sich euch einfach irgendwelche Leute anschreien über das Sprachchat und das nervt wirklich unnormal. Hier verstehe ich nicht, warum Rockstar einfach einstellt, dass wenn man das Ganze in der Open Lobby deaktiviert hat, warum das Ganze dann nicht auch in jedem Job einfach deaktiviert ist. Die dritte Sache, die mich persönlich immer am meisten aufregt, ist, warum ihr aus einer öffentlichen Lobby oder einer Online-Lobby nicht direkt eine private zum Beispiel starten könnt. Ihr seid zum Beispiel in einer öffentlichen Lobby, werdet die ganze Zeit gekillt und beschließt damit euren Freunden privat spielen zu können. Jetzt müsst ihr erst in den Editor gehen oder in den Story-Modus, um von dort aus dann eine private Lobby, eine Solo-Lobby, eine Crew-Lobby oder eine Freundeslobby starten zu können. Aus einer öffentlichen Lobby kommt ihr nur in eine öffentliche und das ist wirklich sehr nervig. Ich glaube nicht, dass es viel Arbeit wäre, einfach eine kleine Option einzufügen, dass man eben auch aus der öffentlichen Lobby einfach private Lobbys starten kann. Die vierte Sache, die mich persönlich immer ziemlich aufregt, ist eben der Helikopter-Abhol-Service von Meriwether. Ihr könnt ja theoretisch von überall auf der Map einen Helikopter anrufen, der kommt dann und holt euch ab und ihr könnt entweder den Piloten killen und den Heli dann sozusagen klauen oder eben ihr lasst euch von diesem durch die Gegend fliegen. Aber genau an den Stellen, wo ihr genau so einen Helikopter eben brauchen könntet, zum Beispiel auf dem Mount Chiliad, genau auf diesen Hängen kann er eben nicht landen, beziehungsweise ihr könnt ihn dort einfach nicht anfordern und müsst dann sozusagen, wenn ihr auf Mount Chiliad zum Beispiel euer Auto verliert, einfach den ganzen Weg laufen. An den Punkten, wo ihr eben keinen bräuchtet, wie zum Beispiel in der Innenstadt oder sowas, könnt ihr diesen aber ohne Probleme holen. Das heißt, Rockstar überarbeitet das Ganze doch nochmal, zum Beispiel, dass er nur eine Seilwinde runterlässt und ihr euch an dieser festhalten könnt und er euch dann hochzieht. So braucht er nicht landen, also der Helikopter, und er kann wirklich euch von überall abholen. Das wäre meines Erachtens zum Beispiel eine wesentlich sinnvollere Sache. Die fünfte Sache, die meines Erachtens in GTA Online verbessert werden müsste, wären die Jobmenüs für die Gegnermodis. Es gibt inzwischen, was weiß ich, wie viele Gegnermodis in GTA Online, so extrem viele und von jedem gibt es dann noch verschiedene Teile. Also es gibt ja zum Beispiel Schlitzer, Schlitzer 1, Schlitzer 2, Schlitzer 3, Schlitzer 4 und Schlitzer 5. Und warum kann man das Ganze nicht einfach zusammenfassen zu einer Rubrik Schlitzer und wenn man auf diese geht, dann die ganzen verschiedenen Modis kriegen von Schlitzer? Denn so ist es so, dass ihr wirklich unnormal viele Jobs habt, vielleicht 200 oder 300 Stück, durch die ihr durchscrollen müsst, um eben eine bestimmte Jobart zu finden. Und das ist meines Erachtens ziemlich nervig. Und da immer wieder neue Gegnermodis dazukommen, wäre es doch auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze so in den Griff zu bekommen. Also sozusagen immer nochmal ein Jobinstanz sozusagen davor, dass ihr einfach nochmal den Gegnermodus zuerst auswählt und dann eben die Art des Gegnermodus bzw. halt die Map dafür. Das waren jetzt auf jeden Fall 5 Dinge, welche mich persönlich in GTA Online immer wieder aufregen bzw. ich ziemlich nervig finde. Dennoch ist GTA meines Erachtens immer noch das beste Spiel, was es gibt. Man darf nicht vergessen, was GTA bzw. Rockstar auch alles Gutes in GTA gemacht hat. Was regt euch aber in GTA auf? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mega interessieren. An der Stelle bin ich jetzt auf jeden Fall schon raus. Habt doch einfach mal einen geilen Tag. Bis bald und Peace!